Für die ökologische Stromversorgung in und rund um Wels ist gesorgt. Die EWW-Gruppe und Felbermayr haben hier ein wahres Naturjuwel mit dem Kraftwerk Traunleiten geschaffen. Wenn man hier zu Traun schaut, wurde extra von der EWW-Gruppe, einem Stadtbetrieb, eine Aufstiegshilfe für Forellen und Fische mit eingebaut. Das Kraftwerk wurde auch sehr umweltfreundlich in die Natur eingebaut. Ist das eine Direktive von Ihnen gewesen? Nein, das war keine Direktive, aber es war ein Wunsch. Wir sind hier im Naturschutzgebiet, da gibt es naturgemäß strenge Auflagen, aber dieses Kraftwerk fügt sich hier in die Umgebung optimal ein. Und ich glaube, das, was wir hier geschaffen haben, ist ein wahres Naturjuwel, Naherholungsort für viele Wälzer, eine grüne Lunge, und das soll es auch bleiben. Ja, natürlich. Es ist von Anbeginn eigentlich von der Projektierung weg immer auf den Naturschutz ein Auge gelegt worden. Und wir haben zum Beispiel 200.000 Kubikmeter Erdbewegung, die allesamt eigentlich auf der Baustelle verblieben sind. Heute von einem Blackout hier, wenn in Wels sowas passieren würde, sind Sie da auch bereit auszurücken, wenn Not am Mann oder Frau ist? 365 Tage im Jahr. 24 Stunden sind unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich da. Wir haben vor Ort Präsenz, wir haben Bereitschaftsdienste. Das gehört einfach dazu, und wir haben es natürlich auch erlebt. Die Technik hält sich nicht an den Wochentag, sondern überall, wo Technik drinnen ist, kann auch einmal etwas passieren. Und da geht es dann darum, möglichst rasch da zu sein, um die Versorgungssicherheit wiederherzustellen. Das durften wir auch schon mehrfach beweisen. Wir sind jetzt hier am Kaiser-Josef-Platz. Da wird ja fleißig gebaut, wie wir wissen. Und was hat denn die EWW-Gruppe schon alles gemacht jetzt? Ja, die EWW-Gruppe baut auch hier eine mega Menge von Kabellängen für die Stromversorgung hier. Es wird jetzt kräftig gebaut, der Kaiser-Josef-Platz. Auch hier wird ein neues Haus, quasi eine neue Mittelstation für die Busse gebaut. Hier baut nicht nur die EWW-Gruppe, sondern auch die Firma Felbermayr, die auch das Kraftwerk Traunleiten gebaut hat, hier in der Nähe vom Steinhaus. Und da ist das Unternehmen, hat sich dadurch ausgezeichnet, pünktlich fertig geworden, und es gab keinen einzigen schweren Arbeitsunfall, und das spricht für die Qualität des Unternehmens.